Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Session Elite Dangerous. Wir sind in der 1-4, wie ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt habe, und werden jetzt mal offiziell mit CQC anfangen. Vielleicht funktioniert ja inzwischen sogar mal das Capture the Flag für mich. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wir gucken einfach mal und hoffen auf frohes Matchfinding. Sieht aber schon mal ganz toll aus, mal wieder. Aber naja, gut, so ein paar Sekunden kann das ja ruhig dauern. Ich habe jetzt auch die letzten 2 Tage, glaube ich, keine Folge gehabt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, weil ich so beschäftigt war mit Battlefront und Unreal Tournament oder Tournament. Je nachdem, wen man fragt. Ich hoffe, Battlefront hat auch allgemeinen Anklang gefunden. Weil das macht schon Laune, das wird auf jeden Fall auch ein eindeutiger Kandidat für ein Let's Play. Falls es einen Singleplayer-Modus gibt, einen richtigen. Beziehungsweise falls diese Missionen genug hergeben. Na komm schon, gib mir ein Match. Anscheinend nicht. Das läuft nämlich jetzt schon wieder eine Minute. Ich probiere es nochmal mit Deathmatch. Das kann ich mir nämlich eigentlich kaum vorstellen, dass da so wenig los ist gerade. Denn es gibt ja gerade den Bug mit den Erkundungsdaten, dass die nicht gespeichert werden. Das ist etwas blöd für die Leute, die erkunden wollten. Wie mich zum Beispiel. Ich wollte eigentlich mit der 1.4 halt mich entfernen von dem ganzen Powerplay-Kram. Deswegen habe ich auch die letzten paar Punkte, die wir da erspielt haben, gar nicht erst eingelöst, weil so gut und schön das jetzt war, jetzt ist wieder was Neues da. Und scheint aber gerade nicht zu funktionieren. Was? Ah! Haha, wunderbar. Okay, da sind wir drin. Dann einmal Joystick fest saugen hier mit den Saugnäpfen, damit er hier nicht durch die Gegend rutscht. Meine Tischoberfläche ist leider zu glatt dafür. Das ist ein bisschen blöd, aber so sollte es gehen. Ja, dann steigen wir einfach mal in die laufende Partie ein, was natürlich immer was wollte ich sagen? Steigen wir in die laufende Partie ein, was natürlich nicht so leicht ist immer, aber hoch sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, die sind ja. Sind die fixed? Ich wollte schon sagen. Wieso sind die denn fix hier? Jetzt geht es wieder besser. Hallo, wieso funktioniert hier meine Zielanvisierung nicht? Oh, wir sind zu weit weg. Na komm. Kleines Manövrieren. Ja, das macht doch direkt schon wieder Laune hier. Das kann ich auch, mein Freund. Boah, fuck, ich kann nicht wegboosten. Ich kann nicht wegboosten. Ja. Geile Sache. Oh, wir haben ja noch gar kein anderes Loadout. Na, wenigstens wurden wir gerecht. Spiel ist eh gleich vorbei. Aber die nächste Runde wird dann unsere sein. Wieso kann ich hier mit dem Umschalter keine Ziele anvisieren? Das irritiert mich. Das irritiert mich nicht nur, das nervt sogar richtig gehend. Möchte ich fast sagen.
Alter. Hat er jetzt irgendwie, hat er was gegen uns persönlich oder? Und wieso funktioniert das mit dem Ziele durchschalten hier nicht? Haben sie das dann doch noch rausgenommen wieder oder was? Da hinten hat sich anscheinend, ja. Ja, das war nicht ganz so gut, aber wir sind ja auch ins laufende Spiel eingestiegen, da ist das überhaupt kein Problem. Alter, Rang 27. Da können wir ja quasi gar nicht mithalten. Ich überspringe das mal. Wir haben eh keinen. Also wenn wir dafür schon ein Level-Up gehabt hätten, wäre das leicht übertrieben. Ja, mit dem Mistschiff müssen wir uns jetzt ein bisschen hocharbeiten. Wird, fürchte ich, ein Weilchen dauern, aber finde ich auch krass, ey. Die ist 3 Tage draußen, die Leute sind schon auf Level 42. Ich glaube, 50 ist das Maximallevel. Ab da geht's in die Prestige-Ränge. Finde ich schon extrem. Also ich meine, haben ich mit dem. Das ist natürlich begünstigt mit dem. Exploration-Problem. Aber. Destroy enemy ships. Aber das ist trotzdem krasse Sache. Das mit dem Ziele durchschalten funktioniert wirklich nicht. Ja, die holen wir uns aber wieder, würde ich sagen. Alter, das war mein Kill. Oh, was sind das denn für. Alter, was sind das für Waffen? Ist das die Cannon oder was? Na komm, holen wir uns erstmal den Kill. Wieso kriegen wir hier die Kills nicht? Das ist, nicht in Ordnung so. Muss ich doch mal zugeben. Also, ganz ehrlich, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich meine, wir machen eindeutig die Abschüsse. Und die Spieler mit den besseren Waffen klauen sich dann noch die Abschüsse zum Schluss oder was? So wie in diesem Fall zum Beispiel. Ja, da können wir natürlich nichts gegen machen. Da müssen wir es so probieren. Subsystemanvisierung geht hier scheinbar auch nicht. Nee. Wie kann der uns unseren Schildboost so schnell wegballern? Das finde ich auch ein bisschen enorm krass. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir den nicht loswerden. Entspricht ja gar nicht der üblichen Multiplayer-Shooter-Gebaren, dem üblichen Multiplayer-Shooter-Gebaren.
Ja, ganz ehrlich, wir können hier gar nichts machen, so können wir auch nicht hochleveln. Das ist schlechtes Balancing irgendwie. Also, ich meine, man hat ja in der Beta gesehen, es liegt nicht an meinem Können oder so. Und irgendwie kriegen wir hier auch keinen einzigen Abschuss. Alle Abschüsse, die uns potenziell gehören könnten, kriegt immer jemand anders. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Das ist irgendwie schlecht gemacht. Und das ist ganz offensichtlich eine Frage des Matchmakings, weil die Leute einfach viel zu übertrieben sind. Ich meine, wir haben die unteren Level haben halt keine Möglichkeit, da irgendwie gegen anzukommen. Und da ist auch nichts mit Try Harder. Da könnt ihr mich mal am Hobel deuen. Ich glaube, ich gehe mal ins Team Deathmatch und hoffe auf Besserungen da. Sieht auch nicht viel besser aus. Aber wenn das wenigstens fair aufgeteilt ist. Weil so ist es natürlich klar, dass die Leute mit dem besseren Outfit, also mit den besseren Gegenständen, da hoffnungslos im Vorteil sind. Das ist wirklich nicht überraschend. Ja, und jetzt sind auch noch die zwei aus dem besseren, mit den besseren Fähigkeiten im, oder mit dem besseren Level im einen Team. Das ist natürlich noch besser, wenn das dann so funktioniert. Gescheites Matchmaking wäre hier natürlich, wenn in dem einen Team jetzt einer, der mit dem höchsten Level und dafür in dem anderen Team die anderen beiden wären. Der Durchschnitt sollte halt immer passen. Das ist. So ist das halt ein bisschen extrem. Muss man einfach mal so festhalten. Und ich meine, ihr guckt ja schon lange genug zu, dass ihr wisst, ich bin jetzt nicht unbedingt der Beste, aber auch nicht der Schlechteste. Elite-Spieler. Aber wir werden es einfach trotzdem nicht aufgeben und müssen uns dann eben hocharbeiten. Ob man hier auch für seine einzelnen Abschüsse Punkte kriegt. Cool, die Schiffe sind ja auch eingefärbt. Das ist witzig. Wieso habe ich immer, auch immer ich jetzt da das Ziel nicht mehr anvisiert hatte, aber so ist natürlich auch gut. Aber trotzdem kriegen wir keine Abschüsse. Das ist mehr als irritierend. Liegt aber wahrscheinlich hoffentlich wirklich an unseren miesen Waffen. Ja gut. Mit dem Anfangs-Outfit kann man da halt wirklich nix machen. Na komm, lass mich wieder einsteigen. Commander Rot. Dann verrotte doch mal. Ja, ich weiß, der war ganz schön schlecht. Aber das nehme ich mal billigend in Kauf. Ja, genau. Ich lasse das einfach mal unkommentiert, weil es einfach. Also
Also die Spieler in diesem Modus verhalten sich teilweise echt komisch. Was man bisher gesehen hat, war, dass sie Dogfights eigentlich immer vermeiden und einfach den nächstbesten Abschuss nehmen, den sie kriegen können. Aber hier spielt man offensichtlich andere Varianten. Ja, so haben wir natürlich auch wenig Chancen da. Ja, das klappt alles nicht so richtig. Ist ja eigentlich auch einen maximalen Punktestand. Wow, und jetzt kriege ich auch noch Bildfehler. Yay, mein zweiter Abschuss. Grandios, also ist nicht so geil gerade, muss ich sagen. Da ist das Balancing noch way off. Denn so ist es einfach nicht zu schaffen für die kleineren neuen Spieler. Finde es ja übrigens super, dass man für Silent Running ein eigenes Pickup braucht, ein eigenes Ausrüstungsteil braucht. Ja, supi. So, jetzt kriegen wir dich aber. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Mich würde interessieren, was hier die Zielpunktzahl ist. Schon wieder kriegen wir den Abschuss nicht. Obwohl ich schwören könnte, dass wir den letzten Abschuss da gemacht haben. Danke für diesen Rammangriff. Na wunderbar, das läuft doch jetzt besser. Wir holen uns mal den Schildboost. Denn wie wir ja bereits wissen, die Power-Ups können hier viel ausmachen. Oh, da ist wieder der Penner mit seinen Kanonen. Ja, gegen die Kanonen kannst du einfach gar nichts tun. Aber immerhin, wir sind gar nicht mal so schlecht unterwegs. Na komm, ich krieg dich. Ah, 25 ist die Zielpunktzahl. Danke, Computer, dass du uns da noch gegenfliegen lässt. Na mal gucken, was kriegen wir denn jetzt an Punkten? Ich dachte schon, jetzt kommt erstmal Systemabsturz. So, das reicht doch schon mal für Rang 2, immerhin. Immerhin. Reicht das auch noch für Rang 3? Jawohl, sehr schön.
Okay, anscheinend, also im Team-Bonus ist es offensichtlich, im Team-Deathmatch ist es anscheinend leichter hier zu gewinnen. Aber das war dann doch schon mal eine gute erste Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es wieder heißt, Willkommen bei Elite Dangerous. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!